So. Nicht mehr. Zack. Was ist da los? Ein Bauwerk. Wie erklärst du dir das? Vielleicht ist es ja ein Fata Morgana. Nee, ein mysteriöses Ereignis. Ich hab's von sowas schon mal gehört, dass in Minecraft-Welten plötzlich Bauwerke auftauchen, die bei anderen Spielern auch schon gebaut wurden. Also okay. das ist anscheinend ein ganz mysteriöses. Hier sieht man es nochmal sehr gut also in der Nahaufnahme. Es kann passieren, dass wenn er in die Höhle geht, dass er. Also, da bin ich in, der, jetzt, in Folge 1 ist er von dem Creeper getötet worden. Kann der etwas damit zu tun gehabt haben? Ich glaube. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Profi, aber von dem, was man so gehört hat, denke ich, das hat schon Sachen zu tun miteinander. Die Frage ist, macht er dieselbe gemeine Scheiße wie Gronkh damals, der einfach in seine alte Minecraft-Welt gegangen ist, hat gesagt, es ist eine neue? Oh, das würde ich ihm jetzt noch nicht unterstellen wollen. Ich finde, das ist so ein junger, aufstrebender Mann. Ich möchte erst mal sehen, ich will noch nicht Leuten was unterstellen, tut mir leid. Und was sagst du? Ja, ich würde jetzt auch nicht irgendwie denken. Gut, wir schauen einfach mal weiter und schauen, was jetzt passiert. Wir haben gerade gesehen, Nomash hat sich schon wieder vercraftet. Ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz in der Wiederholung, was er da angestellt hat. Also hier sieht man nochmal, er will sich gerade für die Höhle Werkzeug bauen. Das ist der erste Schlüsselpunkt zum Erfolg. Erzählt hier was von Erfolg, hat keine Sticks und fängt eine Spitzhacke an. Zack. Ja. Was war da los? Sieht nicht aus, als wäre ein Profi, also... Langsam glaube ich ihm wirklich, kaufe ich das langsam nicht mehr ab. Ich glaube, er macht den Gronkh. Ich glaube, er ist doch kein Profi, so wie er gesagt hat. Wir schauen einfach mal weiter, weil es kann ja trotzdem auch Ausrutscher gewesen sein. Aber ich gebe ihm echt nur noch eine letzte Chance, weil mit dem Gebäude auch, also langsam wird mir das Ganze echt suspekt. Er möchte einfach so wirken wie er. Wir schauen jetzt einfach mal weiter und schauen, ob das jetzt ein zweimaliger Ausrutscher war. So, 4 Minuten sind jetzt vergangen. Nomash ist immer noch nicht in der Höhle. Er hat sich beim Schwert etwas vercraftet. Das ist aber, glaube ich, noch zu verschmerzen. Es sah wieder irgendwie ein kleiner Ausrutscher aus. Aber ich weiß nicht. Und jetzt hat er sich sehr lange Zeit gelassen, um seine Kiste zu sortieren. Ja. Mich würde interessieren, ich gehe noch mal ganz kurz in die Wiederholung. Ist ihm aufgefallen, dass er hier noch ganze 5 Slots frei hat? Ich weiß nicht, Gronkh hat die Slots immer voll, insofern würde ich die jetzt... Auch voll machen. Vielleicht will er ja wieder dass man ihn nicht, also dass er sich quasi von der Masse absetzt. Vielleicht will er nicht mit Gronkh in Verbindung gebracht werden, weil ja dieses Skandal von wegen, er geht in die Welt, wo doch schon was gebaut war, oder in seine alte Welt. Vielleicht will er nicht, dass er mit diesem Fehltritt in Verbindung gebracht wird. Weil man ja jetzt bei ihm auch schon ein Gebäude gesehen hat, also... Vielleicht möchte er nur, dass der Zuschauer nicht unsicher wird. Okay, wir schauen uns das jetzt einfach mal weiter an. Und schauen mal, was da noch jetzt noch draus wird. Okay, Nomash ist gerade wie ein Mann in die Höhle gegangen, auf super hart, aber dann ist ihm ein Missgeschick unterlaufen. Er ist in die Höhle auf einen Stein gefallen und ist gestorben. Und jetzt hören wir uns nochmal an, wie unprofessionell er tatsächlich reagiert hat. Also er hat dies gar nicht cool genommen mit Humor oder so, wie man das eigentlich richtig gemacht hätte, sondern wir hören noch mal kurz rein. Und es ist schwarz. Und das ist schon mal. Hier ist er gerade in der Höhle. So, hier hat er geflucht. Hier hat er noch mal geflucht. Was war da los? Ja, er ist echt nicht gehalten, also. Huh. So langsam wird es echt knapp für ihn. Glaubst du, das kann auch eine erfolgreiche zweite Folge Minecraft Let's Play mit Nomash werden? Oder siehst du da also schon den Horizont? Wenn man sieht, dass wir jetzt erst noch nicht mal bei der Hälfte sind. Und wir haben schon echt einige TV-Momente rausgeholt. Wir schneiden am Ende nochmal als Highlights zusammen. Ich meine, vielleicht will er jetzt auch gerade den Höhepunkt erreichen. Weil meistens ist es ja so, in der Mitte von einem Werk ist ja dann meistens so der Höhepunkt. Und vielleicht ist es durch dieses Ausflippen, vielleicht will er einen da so ein bisschen mitziehen. So, dass man quasi denkt, oh, wow, jetzt kippt die Sache. Und dann kommt vielleicht am Ende doch noch so ein Antiklimax oder so ein kleiner Twist. Vielleicht, ich gebe ihm noch, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, dass er es rumreißt. Aber bis jetzt, es wird echt knapp, weil wir sind vor der Hälfte noch. Wir haben noch so viel zu schaffen und es wird jetzt schon knapp. Also es könnte kippen. Was glaubst du? Es könnte sein, aber es könnte auch nicht sein. Also wir sind gespannt.